Hallo, ich grüße euch. Ich habe jetzt in letzter Zeit so lange Videos gemacht. Ich glaube, das letzte war 10 Minuten lang, mein Rekord bis jetzt, dass ich gedacht habe, ich mache jetzt ein ganz, ganz kurzes für euch, aber trotzdem sehr informatives. Und zwar geht es um den Unterschied von zwei Wörtern. Der Weg und weg. Ich weiß, es ist sehr unfair. Diese Wörter werden gleich geschrieben und unterschiedlich ausgesprochen. Das kann ich mir auch nicht erklären. Wenn noch, Weg und weg. Was ist der Unterschied? Also, ich fange mit dem weg an. Geh weg, also go away. Oder mein Handy ist weg. Das bedeutet nicht da. Vielleicht habe ich es verloren, vielleicht hat es jemand geklaut. Auf jeden Fall ist es weg, nicht hier. Das ist das Beispiel für weg und Weg. Das Beispiel ist ein Zitat aus einem Song. Dieser Weg wird kein leichter sein. Weg ist in diesem Fall sowas wie Road oder Way manchmal auch. Genau, das ist der Unterschied. Und ich verlinke euch auch einen passenden Song dazu. Ich muss zugeben, ich sehe gerade, ich habe einen schicken Schatten hier. Das ist der Rest von der heutigen Sonne, muss ich genießen. So, also der Song. Ich verlinke euch einen passenden Song dazu, einen Pop-Song würde ich sagen, von Xavier Naidoo. Das ist ein deutscher Sänger. Ich muss zugeben, es ist nicht mein Lieblingssänger. Aber der Text passt und ihr könnt, wie ich euch schon mal empfohlen habe, ihr könnt den Songtext ausdrucken. Ich verlinke den Text auch und dann könnt ihr das Video anschauen oder den Song hören und den Text mitlesen. Genau, das machen wir und vielleicht schreibe ich noch eine kleine Aufgabe zu Weg und Weg. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Dankeschön, ein schönes Wochenende. Ciao.